Herzlich willkommen auf der Pure Niederland, hier bei den bekifften Holländern und Käsefressern. Möchte ich von meinen Mitspielern, dem Andi und dem Gacki spielt, natürlich nicht behaupten. Reicht, wenn sie Käsefüße haben. Ja, was steht bei euch an, ihr Verrückten? Ja, ich bin... Ja, mach, ich lasse dir mal den Vortritt. Gut, nee, gut. Dann mache ich... ich bin gerade mal dabei, meine gerade abgemähte Wiese zu düngen. Das funktioniert auch schon gleich. Dann haben wir gleich die zweite Düngestufe da schon mal drauf. Und dann, ich denke aber, ich werde den gleich mal mit dem Helfer weiterfahren lassen, damit ich ein bisschen was anderes auch noch tun kann. Und ja, dann sehen wir weiter, was sonst noch so passiert heute. Ja, hallo auch erstmal von mir, ne? Apropos Düngen, das ist eigentlich ein guter Einwand. Das weiß ich gar nicht, ob ich das schon erledigt habe. Du hast beim letzten Mal irgendwann mal versucht zu düngen, ja? Habe ich das versucht, ne? Dann habe ich ja schon die Hälfte geschafft, sehr gut. Ansonsten mache ich hier noch fleißig Hackschnitzel für den Winter. Ja. Weil im Winter sollte der Preis natürlich steigen für Hackschnitzel. Ja. Dann will ich hier einiges an Litern schon rumliegen haben. Damit wir hier auch schön abcashen können. So. Was ist denn hier angepflanzt? Hier, die zwei habe ich angepflanzt und hier unten nicht, weil... ist so. Genau, weil wegen kalt. So, und gedüngt habe ich auch. Sehr gut. Ja, ist ja. Jetzt mich nicht, dann wärst du voll für, vergesslich. Was? Vergesslich? Ja, Alzheimer lässt grüßen. Sag mal, was ist mit deinen Feldern los? Hast du die überhaupt mal gepflügt? Wer? Na du? Ja, ich hab ein Feld habe ich schon gepflügt. Ach so, und das zweite? Du hast gleich angesät, hast gedacht, das brauchst du nicht. Der Kollege Schnürsocke. Auf das eine Feld, das ist schon angesät. Und bei dem einen, den anderen beiden, habe ich gepflügt. Nur mal so zu deiner Info. Kümmer du dich um deine Wirtschaft da. Ja, meine Wirtschaft ist voll. Ja, ich weiß, dass du voll bist. Da gibt's ja Schnitzel in meiner Wirtschaft. So. Der Andi. Warum habe ich echt den Blinker an? Weil ist so. Ja, im Wald blinken ist wichtig. Achso, warte mal, aber ich könnte hier. Wir machen mal ein bisschen. Hey, Disco! Yay! Ach du Scheiße. Vorbereitungen für Ibiza? Oh, ja. Ibiza fällt aus, habe ich gehört. Ja? Dann hast du aber andere Sachen, wie ich gehört. Ja, die streiken doch jetzt alle. Was? Nö, nö, nö. Flugzeuge sind überfüllt, weil der andere pleite gegangen ist. Ja. Stelle mich nicht. So, ich hoffe, dass das später auch gut Geld gibt hier. Naja. Mit dem ganzen Unkraut, was da bei dem Zeug drin wächst, ist es halt nicht so gut, ne? Noch habe ich gar kein Unkraut. Das sagst du? Ich weiß das. Nur weil du Blume dazu sagst, oder Wiese, heißt das nicht, dass das für andere Unkraut ist. In Holland nennt man das Blume. Tja, sehr gut, weitermachen. Aber was mich jetzt so ein bisschen irritiert, ich habe ja genau meine eine Wiese letztes Mal gekalkt, weil sie gekalkt werden musste, und nach dem Abmähen muss ich die schon wieder kalken. Gut, ja. Echt? Oh, irgendwie merkwürdig. Das dürfte keinen Sinn machen. Vielleicht hast du zu spät gekalkt? Kann das sein? Das könnte sein, aber. Kalken geht doch, glaube ich, immer, wenn ich nicht. Ja, egal, ich kalk einfach nochmal. Ja, ein bisschen Puderzucker drauf streuen hier. Kostet ja nichts, ne? Ach, du mit deinen irgendwie zig Millionen auf dem Konto.
Dir ist es klar, dass das nicht wirklich. Ich habe noch 25.000, ich muss haushalten. Ich glaub, ja, ich habe auch nur noch 94.000. Ich musste noch eine Sämaschine kaufen. Ne? Also bin ich der mit dem meisten Geld hier. Aber ich habe halt noch keinen Kredit aufgenommen. Ja. Doch, hast du beim letzten Mal. Nein. Ich könnte einen aufnehmen, habe ich gesagt. Die sollte man besser gar keinen geben. Warum? Äußere ich mich jetzt nicht so. Aber ich habe doch Schnitzel. Ja, die willst du ja mitnehmen nach Ibiza, also. Die Schnitzel? Ja, im Flugzeug. Damit die Spanier auch mal was Gescheites zu essen kriegen, ja? Richtig. Gute deutsche Schweineschnitzel. Noch viel schlimmer die aus dem Frankenland. So, dann dürften wir eigentlich auch jetzt hier. So. Dann drehen wir mal den so rein. Ach ja. Fertig sein. No, was ist da los? Oh. Der Kalk, der geht da weg, das ist der Wahnsinn. Naja, das ist. Habe ich euch schon gesagt, ihr seid verrückt? Ja, das behauptest du ständig von uns, aber ich glaube, du wirst immer nur von dir ablenken. So. Komm mal ran hier. Nee, danke. Kein Bedarf. Ey, was soll denn das jetzt? Ah, warte. So, mein Heu steht jetzt hier schon. Gras. So, dann machen wir das so und so und so. Und dann. Aua! Das tut sich schon wieder selber weh. Ich bin gegen die. Gegen die Gabel vom Häcksler gelaufen. Mit Brille wäre das nicht passiert. Ja, Vielmann und so, ne? So. Tun wir das mal ein bisschen so. Und dann. Toh, die Seilwinde ist schon echt praktisch, ne? Kann ich dir nicht sagen, ich hab keine. Ja, das ist auch besser so, würde ich sagen. Stimmt, da muss ich demnächst mal eine andere Seilwinde austesten. Die habe ich gestern gesehen, die ist gestern neu rausgekommen. Eine Oldtimer-Seilwinde. Aha, ja, das passt ja zu dir. Ja, die brauche ich für Hauptfach. Ja, aber die Seilwinde, was wir hier haben, die ist jetzt auch schon. Also so neu ist die jetzt nicht mehr, ne? Ja, die soll eben, also was ich so gesehen habe auf den Bildern, ist die halt vom Design her so schön auf Old getrimmt. Aber ich habe wirklich festgestellt, an Oldtimer-Sachen, LKWs, findest du fast nichts. Was ist denn hier kaputt? Und wenn, dann sind es irgendwelche Kamaz meistens, also irgendwie die Russen. Tut ja gerade einer so, als ob er arbeitet. Guck mal, hier steht was. Nix, nix, nix. Oh. Schwimmen gehen will ich nicht. Ja, ich komme ja schon. Statt dass ihr dran vorbeifahrt, weißt du? Sollte mal gucken, ob der Kalk. Ah, jetzt wird der Kalk angenommen. Gut, dann funktioniert das wenigstens. nicht erst, wenn du das ganze Feld schon gemacht hast. Ja, genau. Ich dachte, ich bin schon wieder halb durch eben. Dachte, ja, erstmal gucken jetzt, sicherheitshalber. Aber es passt. So. Ah, genau, ich habe mich dazu noch entschieden, noch Geld auszugeben. Oha. Noch Geld auszugeben. Aha. Brauchst du noch ein bisschen Stroh für deine Schafe, oder was? Ja.
Okay. So. Was macht ihr dann eigentlich im Sommer? Schlafen. Sommerschlaf. Bis im Sommer dürfte dann ja wieder das Gras reif sein. Das heißt, dann kommt die nächste Runde Silage. Da kann man ja dann das immer weitermachen. So. Gut. Der redet jetzt schon vom Sommer. Wir haben jetzt erstmal halt hier Winter. Wir haben Mitte Frühling, Kollege. 110. Ach, jetzt weiß ich auch, warum ihr so verrückt seid. Das sind die Frühlingsgefühle. Natürlich. Ach, du grüne Neune. Und dann sollen wir mit euch arbeiten, ne? Wart mal, bis ich richtig aufdrehe. Ach, du grüne Neune, ich krieg Angst. Ja, ich bin auch gerade schon wieder am Überlegen, ob ich meine Silagetechnik umstelle. Auf? Fermenter und ein Ladewagen. Kannst du das überhaupt leisten? Aktuell nicht. Aber der Fermenter kostet 110.000, also das geht eigentlich noch. Und spätestens, wenn die ersten Silageballen da sind. Gut, was ich auch noch machen könnte, ist ganz oldschool machen und Silage einfach im Silo zu machen. Mhm. Das geht ja auch noch. Allerdings. So. So, heieie, hier geht's ab. Jetzt ist dann gleich wieder abends hier, müssen wir schon wieder Feierabend machen. Ehrlich. Weißt du, hat er noch nicht mal richtig angefangen zu arbeiten, denkt er schon wieder am Feierabend, ne? Oh, ja. Helfer J wird durch ein Objekt blockiert. Oh, das ist aber nicht gut. Naja, das, weil er sich selber auf die Füße steht, weißt du schon. Oh. So, dann haben wir das Feld. Oh, dann können wir da gleich hoffentlich düngen. Sie? Hallo, was ist da los? Ah, jetzt. Ach ja. So, dann sind wir gleich leer. Was tust du da? So, nimm mal das Bäumchen hier mit. Auf geht's. Was man aber auch. Ach, so eine Salve, das ist schon cool. Was man auch noch machen könnte, wir haben ja auch noch eine platzierbare BGA hier drin. Vielleicht mache ich ja meine eigene BGA auf. Mach das. Wenn man wüsste, was da an Geld rauskommt. Und nicht, dass es nachher weniger ist wie die 1000, die ich von dem Kollegen bekomme. Nee, das Geschäft machen wir mit Manu. Ah, jetzt geht's ja eh wieder in den Herbst aus, ne? Und dann kann ich wieder mit meinem Nachbarn wieder raus in den Wald gehen. Kann ich wieder ein bisschen mit der Seilwinde arbeiten. So. Warum lädst du nicht hier ab? Hä? Okay, was machen wir denn jetzt hier zuerst? So. Versuchen wir das mal so. Ach ja, gut, du wirst wirklich durch ein Objekt blockiert, sehe ich ein. Man kann es auch einfach drüber fahren. Kalk.
Ja, toll, jetzt hat der Helfer Fahrplan. Ne, nicht fahrplanmäßig, außerplanmäßig die Arbeit beendet, weil der Tank leer ist. Ja, toll. Ach so. Ja, wenigstens ist es ein Grund, weißt du? Ja, das stimmt. Aber jetzt wird erstmal der Kalk fertig gemacht. Viel schlimmer finde ich ja immer, wenn der Helfer sagt, er hat seine Arbeit, wie sagt er immer? Erfolgreich, beendet. Und das erfolgreich ist noch nicht beendet, genau. Wo du dir denkst, so, ja, ja. Erzähl die Geschichte mal deiner Oma. Wo gibt's eigentlich hier eine Tankstelle? Warum packst du wieder Kippen oder was? Ja. Ich bin ja nur gespannt, bei wem das erste Mal der Traktor stehen bleibt, weil es in Blue leer ist. Wieso? Das ist bei meinem irgendwie gar nicht aktiv. Achso, mein Tech ist so alt. Ja. Ja, der hat gar keinen. Im MB-Truck habe ich auch keins, aber im JCB ist drin. Bin ich denn eigentlich hier zu blöd zum Fahren, oder? Ja. Sehr gut, dass du die Antwort gegeben hast, dann habe ich mir das wenigstens sparen können. Ja, bei den Antworten, da musst du immer so schnell sein bei Manu, weil sonst sagt er, nee, du nicht oder so, deswegen, zack, gleich rausgehauen. So, das ist halt die Freundlichkeit, wenn man so Nachbarbauern sind, ne? Da kann man sich sowas schon mal erlauben. Genau. So. Aber wir brauchen Dünger. Dünger. Oh, 3200 Euro. Was kostet denn die? Haben wir da auch eine Flüssigdünger? Dünger, Herbizid, Flüssigdünger, Wasser und Dünger. Hm. Ja, müssen wir mal überlegen. Oh, da ist ein Baum. So. Ja. Du brauchst Dünger. Gut, dann holen wir dir. Oh, da ist ein Wassergraben. Ja, 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 ja. Oh, zum Glück war die Laterne da. Hi, das war jetzt Glück. Wäre sonst wirklich auf der Seite gelegen. Aber die Laterne hat das den Unfall gemindert. Verhindert. Ja. So, Glück gehabt, der Kollege, ja. Tja, da sind wir gesch. Ah ja, fast am Ende wieder. No. Ach, komm jetzt her hier, du Luder. Nee, ist nur ein Bäumchen. Der ist ja dasselbe bei dir. Du umarmst die Bäume doch auch immer. Was? Ja, nicht? Seh ich aus wie Greta? Ja, so ungefähr. Viel Ähnlichkeit ist auf jeden Fall da. Aha. Ja, damit würde ich aber auch glatt sagen, wir verabschieden uns hier mit der heutigen Folge. Ein wenig früher als erwartet, aber der Andi, der quatscht immer so viel und der Gacki. Deshalb machen wir jetzt hier einen Cut. Schaut beim Franken Andi vorbei und dem Gacki spielt, wie die beiden Verrückten oder was die beiden Verrückten dort anstellen. Somit bin ich raus. Ja, ich sage auch danke fürs Einschalten und ja, warum ich so still bin, könnt ihr ja gerne sehen,
weil mich die Baumstämme hier ein bisschen nerven, aber alles wird gut. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo, auch von mir. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst ein Däumchen da, schreibt was in die Kommentare, was wir vielleicht anders machen sollen oder auch einfach nur Tipps und Tricks. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge.